Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des spiritistischen Ideals. Herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung des Medionischen Sektors des Internationalen Spiritistischen Rates. Ich bin Christina Renner, Sekretärin der Deutschen Spiritistischen Vereinigung, DSV e.V. und Mitglied der Medionischen Arbeitsgruppe DSV. Für unseren heutigen Gesprächskreis über das Erwachen der Medialität begrüßen wir heute Abend mit großer Freude Gäste. Und stelle ich vor, Maria Gekeler, Präsidentin der Deutschen Spiritistischen Vereinigung, Mitglied im Medionischen Sektor des Internationalen Spiritistischen Rates für Deutschland und Koordinatorin der Medionischen Arbeitsgruppe DSV. Und auch Marisa Ciappina, Leiterin der Kardec-Gruppe Erlangen und ebenfalls Mitglied der Medionischen Arbeitsgruppe DSV. Und hier in unserer Runde begrüße ich auch ganz herzlich Fatima Guimarães. Sie ist Koordinatorin des Medionischen Sektors von SEI und viele von dem Team hier bei uns. Sesha Bemwindo. Bevor wir mit unserer Veranstaltung beginnen, habe ich noch ein paar Hinweise. Bitte haltet eure Mikrofone und auch Kameras während der ganzen Veranstaltung geschlossen. Diese Sendung wird von SEI aufgezeichnet und eventuell später in deren Portalen gezeigt werden. Natürlich geht es nicht ohne den Schutz und den Segen der höheren Spiritualität. Deswegen werden wir uns in unserem Anfangsgebet mit Ihnen verbinden. Dazu laden wir nun Marisa Ciappina ein, das Anfangsgebet zu sprechen. Liebe Marisa, bitteschön. Einen schönen guten Abend für alle. Und beginnen wir mit einem gemeinsamen Gebet. Lieber Vater, lieber Meister Jesus, geistige Freunde und Schutzengel, die uns in diesem Moment mit ihrem Licht und ihrer Zuneigung umgeben. Wir alle sind göttliche Projekte in der Evolution zu Gott. Möge unser heutiges Treffen eine weitere Gelegenheit sein, Wissen über das Gute zu erwerben, über die göttlichen Gesetze, die für uns alle vor Gott gleich sind, ob in der geistigen Welt oder auf der Erde. Folgen Sie uns, bitte, und helfen Sie uns, den Schleier der Unwissenheit zu lüften, der immer noch über die Beziehungen zwischen den beiden Welten, der geistigen und der irdischen, besteht. Durch das große Gesetz der Pluralität der Existenzen lüftet der Spiritismus nach Allan Kardec vollständig den Schleier, unter dem diese Frage verdeckt war. Mögen wir diesen Treffen besser und mit weniger Zweifel verlassen. Möge es ein weiterer Schritt, sicheren Schritt in unserer Entwicklung sein. Möge unser Glaube an Gott, der die Mutter aller Tugend ist, uns leiten und unseren Weg mit Liebe, Hoffnung und der Gewissheit auf bessere Tage für uns alle erhellen, wo immer wir uns in dieser Inkarnation befinden. So sei es. Amen. Vielen Dank, liebe Marisa, für deine einfühlsamen und stimmungsvollen Worte. Meine Freunde, dieses Thema Erwachen der Medialität ist nicht nur ein sehr interessantes Thema. Es ist auch sehr wichtig, vor allem für die Medien, die mehr über Medialität und deren Ausbruch erfahren möchten. Wir werden nun unsere Aufmerksamkeit darauf richten, wie wesentlich es ist, Kenntnisse zu erlangen und wie wir dieses Werkzeug in unserem Leben gut nutzen können. Dazu wird uns Maria Gekeler einen Einführungsvortrag halten und uns damit näher an diese Thematik führen. Nach dem Einführungsvortrag könnt ihr dann eure Fragen stellen und bitte in den Chat und bitte auch in deutscher Sprache. Nun begrüßen wir mit großer Zuneigung Maria Gekeler,
Und ich darf jetzt das Wort an dich übergeben, liebe Maria. Bitte schön. Dankeschön, Christina. Sehr schön. Guten Abend allerseits. Ich grüße euch im Namen der Mediumischen Sektor von des Internationalen Spiritistischen Rat ganz herzlich und alle, die hier schon anwesend sind, ne, wie Fatma und alle anderen hier von der Koordination. In diesem Einführungsvortrag kann ich gar nichts beginnen, wenn wir nichts über die Medialität reden. Und damit wir sehr gut verstehen können über das Erwachen der Medialität, lass mir einfach zuerst erklären, was Medialität bedeutet. Allan Kardec schreibt in dem Buch der Medien: Jeder Mensch, welcher den Einfluss der Geister in gewissem Grad befindet, ist dadurch schon ein Medium. Diese Fähigkeit ist dem Menschen angeboren und deshalb kein ausschließliches Privilegien. Deshalb ist es sehr selten, Personen anzutreffen, die diese Fähigkeit nicht besitzen, wenn auch nur ansatzweise. Man kann also sagen, wie ihr schon wisst, fast jeder sei ein Medium. Und das zu verstehen, müssen wir zunächst mal sagen, dass mediale Fähigkeit auf eine bestimmte organischen Veranlagung berühren, mit der jeder Mensch versehen sein kann. Beispiel dafür die Fähigkeit zu sehen, zu hören, zu sprechen. Mediale Fähigkeit werden ohne Unterschied verliehen, damit die Geistenwesen das Licht der Erkenntnis in alle Bereiche und alle Klassen der Gesellschaft bringen können. Zu den Armen, wie zu den Reichen, zu den Braven und sie in Guten zu bestärken und zu den Lastenhaften und sie zu verbessern. Also, die Medialität ist ein physisches Phänomen, das jeden Menschen hat. Es ist ein den Geist innewohnende Fähigkeit, die im physischen Organismus verwurzelt ist und es ihn ermöglicht, den Einfluss der Geister in jedem Maß wahrzunehmen. Das mediale Phänomen ist von einer Drüse im Hirn abhängig, die wir Hypophyse oder Siebeldrüse nennen. Also deshalb sind wir alle Medien. Ja? Aber es gibt denen die von Funktionalität ausgeprägter ist. Deswegen eine deutlichere Medialität besitzen. Man kann also sagen, fast jeder ist ein Medium. In der Ausübung schreibt man diese Eigenschaft nur jenen zu, bei denen die Medialität oder die mediale Gabe deutlich ausgeprägt ist und sich durch offenbare Wirkung eine gewissen Stärke äußert, was dann von mehr oder weniger empfindsamen Organen abhängig. Das hat Allan Kardec so schön geschrieben in das Buch der Medien, zweiter Teil, ab den verschiedenen Absichten, Kapitel 14, das finden wir sehr viele Sachen über diese Thema, was wir jetzt gerade geredet haben. Aber es gibt Menschen schon im Kindesalter, eine sehr starke mediale Fähigkeit besitzen. Und bei einigen Menschen kommt es jedoch erst in der Pubertät oder im fortgeschrittenen Alter zum Erwachen, beziehungsweise zum bewussten Wahrnehmung. Ist das richtig? Zum bewussten Wahrnehmen in der Medialität. Aber abhängig von der Zeit, in denen die Medialität erstes Mal wahrgenommen werden, ne, kommt es zu bestimmten Symptomen, die bei den Medien Fremdheit und sogar Angst hervorrufen können.
Diese Symptome werden doch deutlicher, wenn die Medialität unterdrückt oder blockiert wird, was eventuell verschiedene Probleme im Leben des Mediums verursachen. Daher ist es wichtig, dass jeder Träger der Medialität auf fortgeschrittenem Niveau seine medialen oder mediale Entwicklung zulässt und durchführt. Medialität ist die Fähigkeit einer Person, die spirituelle Natur zu fühlen, indem sie als Vermittler zwischen der physischen Welt und der spirituellen Welt fungiert. Daher sind die Symptome, die ein sich entwickelndes Medium erfahren kann, wenn seine Medialität an die Oberfläche tritt, überwiegend energetische und spirituelle Natur. Wir sollen hierbei bedenken, dass die spirituelle Seite den physischen Körper beeinflussen kann. Ich wiederhole, bedenken, dass die spirituelle Seite den physischen Körper beeinflussen kann. Daher kann das Erwachen der Medialität die Gesundheit des Mediums beeinträchtigen und Symptome physischer Natur auslösen. Dies wird deutlicher, aber wirklich deutlicher, wenn ein Ungleichgewicht in dem Energiefeld der Person herrscht, was sich in den körperlichen und geistliche Gesundheit des Mediums widerspiegelt. Die häufigsten Symptome des spirituellen Erwachens sind Veränderungen im physischen, mentalen und emotionalen Körper des Mediums, die sich negativ auf die Lebensqualität auswirken und diese somit beeinträchtigen. Die häufigsten Symptome des Medien oder des medialen Erwachen sind für uns heute Abend hier ein paar aufgezeichnet oder die ich eben hier in diese Folgen, was viele kennt. Vielleicht viele von euch werden euch sich selber erkennen. Und diese Symptome haben wir hier aufgelistet für euch für heute Abend. Natürlich alles können wir nicht, aber mindestens ein paar. Sehr stark Vorahnung. Die Person beginnt Vorahnung zu haben, die sich später als wahr erwiesen. Eine andere so Symptom ist Depressionen. Einige Mädchen können an Depressionen leiden, weil sie anfälliger für spirituelle Einflüsse sind. Wenn sie also ihre mediale Fähigkeit nicht beherrschen, können sie schlussendlich von negativen Geistern angegriffen werden. Ja? Und Berührungsgefühl am Körper. Einige Mädchen fühlen sich berührt, wenn niemand, aber absolut niemand in der Nähe ist. In diesen Fällen findet keine körperliche Berührung statt, aber die Geister schaffen es, diesen Eindruck auf das Medium zu übertragen. Eine andere so Symptome ist diese Schlaflähmung. Anfängliche Medien können an Schlaflähmung leiden. Diese Lähmung sind großartig für diejenigen, die sich bereits daran gewohnt sind, na, und wissen, wie man sie benutzen. Sie sind jedoch traumatisierende für diejenigen, die das spirituelle Potenzial dieser Erfahrung nicht kennen. Visionen und Schatten und Geister und das zu sehen. Also die meisten Mädchen haben das schon gesehen. Mit Visionen von Geister oder Visionen von Schatten und Geister. Ne? Es ist üblich, dass Anfänger an Panik geraten
und denken, dass sie verrückt, ja, werden, wenn sie anfangen, Gespenster, Schatten, Lichter und Figuren zu sehen. Sie können auch viele andere Sachen sein, ne? Meistens entstehen ein Gefühl von Hilflosigkeit, würde ich sagen. Wir Mädchen erkennen, dass sie nichts gegen diese Visionen, ja, tun können, ja. Stimme hören, das ist auch ein Symptom, ne? Es kommt sehr häufig, ne, vor, dass Anfänger von ausgeglichenen Mädchen stimmen, ohne, oder besser zu sagen, es kommt sehr oft vor, dass ein Anfang der unausgeglichenen Mädchen stimmen, ohne die physischen Anwesenheit einer Person zu hören. Die Stimme steht, der kommt. Diese Stimmen können Sie ansprechen. Und schlimmer noch, viele Stimmen, nach Dingen zu fragen, Namen zu nennen oder fluchen, schimpfen, ja? Es gibt viele Sachen, was man anfängt, so diese Stimmen, wenn eben unausgeglichen Mädchen sind. Natürlich, wenn man nicht mehr unausgeglichen Mädchen sind, man hört etwas Gutes, auch von der Spiritualität. Gute Sachen für die, unsere moralische Entwicklung. Ja? Die Energie von Umgebung und die Energie von Umgeben und Menschen zu fühlen. Wer fühlt das nicht? Hm? Manchmal kann das Medium sich schlecht fühlen, wenn es einen Raum betritt. Ne? Außerdem können sie sich in überfüllten Umgeben schlecht, aber manchmal auch gut fühlen. Ja? Zum Beispiel auf eine Beerdigung noch trauriger als die Verwandten von der Verstorbenen zu sein. Oder zum Beispiel auf eine Geburtstagsparty noch lustiger, freundlicher und glücklicher als der Geburtstagskind selbst. Ne? Also zu sein. Und das ist eben sehr interessant, weil das kann man sehr viel. Oder sich ganz in diese Form von Gefühlen. Es ist auch möglich, dass das Medium beginnt, seltsame Gefühle für Menschen zu entwickeln, die es kaum kennt, wie Hass, Antipathie oder Misstrauen. In diesen Fällen ist die Sensibilität sehr ausgeprägt und der Mensch beginnt wie eine energetische Schwamm, ne, zu wirken, so, der alle energetischen, spirituellen Eindruck der Welt und der Menschen um ihn herum aufnimmt und aufsaugt. Das vielleicht viele Leute kennt dieses Gefühl und weiß, was ich eben rede. Unerklärliche Schmerzen, unerfahrene Medien können auch die Einflüsse der Geister in ihre Umgebung spüren und die Symptome spüren, die diese Wesen oder diese Geister immer noch haben. So kann das Medium die perispirituell oder astral Eindruck des Geistes spüren, wie Schmerzen, Kälte, Durst, Hunger, Gefühl, viel, alles, was man viel mehr sagen könnte, ne? Das ist einfach dieser Eindruck von diesen Geistenwesen. Im Allgemeinen können sie Schmerzen fühlen, ne? Die mit der Art der Desinkarnation diese Geistenwesen verbunden sind, die das Medium einfach berührt hat. Das heißt, der Medium bekommt eben in seine zu sich, ne, diese Form von, wie eben diese, in dem Moment von dem Tod, was von Art, diese Schmerzen, wie auch diese Person auch gehabt hat, so, und reflektiert durch seine Perispirit zu den Medien.
und der Medium empfängt es. Und er fängt ja Probleme in seinem physischen Körper zu äußern und er spürt diese Schmerzen. Ja, eine andere Symptome, die sehr wichtig ist, ist Atembeschwerden. Ne? Ein häufiges Problem bei unerfahrenen Medien und kann auf spirituellen Angriff und eine schwache Immunität des Körpers zurückzuführen sein. Neben diesen Atemproblemen können auch Depressionen und Angstzustände auftreten. Spüren, wenn jemand lügt. Ein Medium, der hat eben ein gewissen Gefühl, wenn jemand so eine Wahrheit sagt und wenn jemand lügt, na, der spürt das, er weiß das, das ist eine ganz tiefe in ihm auch. Ein Medium, das heißt, er kann das erkennen, der sieht das im Gesicht der Menschen leicht zu erkennen, wie der lügt. Er hört der Person zu und führt schließlich auch ohne logische Gründe, dass es eine Lüge ist. Das geschieht, weil das Medium die Fähigkeit hat, das spirituelle Feld zu fühlen und den wahren Inhalt dessen wahrnehmen, was diese Person sagt. Der nimmt das auf. Ne? Wissen über Themen, die sie nicht beherrschen. Ne? Es ist möglich, dass sie über ein Thema sprechen, von dem sie sich nicht erinnern können, was sie es gelernt haben. Darüber hinaus ist es auch möglich, dass sie in ihrem derzeitigen Leben nie wirklich etwas über dieses Thema gelernt haben. Aber irgendeine energetische, spirituelle Verbindung über diese Information geht weiter und der versteht das. Diese Verbindung, diese Information wird geleitet an diese Person, an diese Medium. Na? Eine andere Symptome, die sehr häufig passiert, ist lebhafte Träume. Ihre Träume beginnen lebendiger zu werden und sich leichter zu erinnern. Das liegt daran, dass ihre Verbindung und ihre Unterbewusst, kann man schon richtig deuten, dass diese Verbindung zu ihrem Unterbewusst immer stärker wird. Deshalb oder einige von diesen Symptomen, das auch von diesen lebhaften Träumen, dass man kann auch ernennen, dass auch spirituelle Träume sind. Die haben auch viele Farben. Man fühlt und sehen, dass man spirituell sich entfaltet in den Form und auch fliegen kann, viele Sachen und machen kann. Und das ist kommt auch die viele Erinnerung auf von der Unterbewusst, wie das alles ist, auch in der spirituellen Welt. Natürlich, das gibt auch Sachen, die gute sind, die man diese lebhafte Träume, gute, genauso wie schlechte. Anfang der Medialität, dieser Ausbruch der Medialität kann auch passieren, dass man am Anfang nicht gute Sachen zuerst eben träumt oder in diesem Sinn von diese Träume, die spirituelle Träume, dass man auch etwas wahrnehmen von vielen Sachen, was schlecht ist oder schlecht in Klammer hier, die nicht so angenehm für derjenige selber. Also, liebe Leute, es gibt so viele Themen und es gibt so viele Symptome. Dies waren einige Symptome des erwachenden Medialität. Es muss jedoch berücksichtigen werden, dass es wichtig ist, dass Sie bei Auftreten eines der oben genannten oder aufgeführten Symptome einen Arzt aufsuchen und herauszufinden, ob organische Ursachen für eine Erkrankung vorliegt. Hier sind nur ein paar Symptome, die manche Medien spüren, so wie es verschiedene Art
von Medialität und Mädchen gibt, variieren auch die Symptome von Mädchen zu Mädchen. Ne? Ein Mädchen ist ein Individuum, das den Geister als Vermittler dient, damit sich diese den Menschen als inkarnierten Geist mit Leichtigkeit kundgeben können. Konsequenterweise gibt es ohne Medium keine greifbare, keine mentale, keine schriftliche oder physisch oder sonst wie geartet Mitteilung. Es gibt nicht. Das heißt, braucht man ein Medium, um das alles zu verwirklichen. Wie ihr schon wissen, die Medialität ist so alt, wie es Menschen gibt. Deshalb gab es immer auch Medien, also wie Menschen, die den Kontakt herstellen können zwischen der materiellen Welt und der spirituellen Welt. Geister haben sich den Menschen schon immer, aber wirklich immer offenbart durch Medien, wo wir so viele Namen nennen können, von Magiern, von Hexen, von Pythonise, von der Antiken und Grecien, die Propheten. Der Prophet Moses war ein super, absolutes super physikalisches Medium. Jesus zum Beispiel auch selber ein Medium Gottes. Der Zweck der Medialität ist von allen eine Gelegenheit zu dienen. Es ist ein Segen Gottes, der uns ermöglicht, uns in Kontakt mit der spirituellen Welt zu setzen. Dank dieser Austauschen haben die Menschen einen Beweis von dem Leben nach dem Tod und damit das Verständnis, dass viele in dem heutigen Leben Früchte ihrer Handlung ausführen, Inkarnation sind. Die Medialität bringt den Menschen ein Voraussehen seine spirituelle Zukunft durch die Nachrichten, Informationen und Sicherheit, Richtlinie derjenigen, die schon im Jenseits sind. Die Medialität hat auch einen hochwichtigen Zweck, denn dank ihr wird der Mensch sich seine Verantwortung als ewiger Geist bewusst. Das Medium sollte ein paar Dinge beachten. Diese Dinge sind sehr wichtig, ne, für uns. Das heißt, Fleiß und Ausdauer, ne, zu lernen. Disziplin und Selbstdisziplin. Bemühen und die innere Reform durch das Studium des Evangeliums. Eine Bemühung auch in der Stelle von der anderen zu sein. Tu nur das Gute derjenigen, die man auch wirklich, wenn wir auch selber spüren, ob das okay in Ordnung ist, auch für mich. Die Praxis der Medialität sollte mit Eifer und Bescheidenheit durchgeführt werden. Mit der Absicht zu helfen, den Menschen zu beweisen, dass alle unsterbliche Wesen sind. Und noch was. Die verantwortlichen Medien sind erkannt durch ihre Stille und Ausgeglichenheit. Sie haben keine Eile, berühmt zu werden und brauchen das auch nicht. Sie arbeiten für ein Ideal, das keine Belohnung auf diese Welt bekommt. Also Gott hat den Menschen Fähigkeit gegeben. Er überlässt es ihnen, sie zu nutzen. Aber wer sie missbraucht, wird immer mit der Konsequenz in diesem Leben oder in der nächsten Reinkarnation konfrontiert. Und das ist Gerechtigkeit Gottes. Das ist der kleine Einführungsvortrag von mir. Ich hoffe es, dass ich viel Punkt gebracht habe
dass wir jetzt unser kleines Gespräch beginnen können. Dankeschön. Vielen Dank auch an dich, Maria. Du hast wirklich sehr viele Punkte gebracht, sehr viele Aspekte und auch deine ganzen Aufzählungen über doch mindestens sehr wichtige Symptome einer beginnenden Medialität. Ja, du hast allerdings vorher noch darüber gesprochen, dass jeder ein Medium ist oder fast jeder ein Medium. Sagt es mir nun, dass jeder auch diesen Kontakt mit der spirituellen Welt aufnehmen kann? Was meinst du dazu? Ja, ich werde so beginnen. Das heißt, Kardec hat eine wunderschöne diese Frage auch die Geistern gestellt. Aber bevor ich eben die Frage stellen kann, dass jeder weiß es ja, werde ich ein Beispiel geben, weil diese Frage ist sehr interessant. Und ich möchte, dass jeder sich einfach im Kopf diese Form von dieser in sich selber das tragen. Und diese Fragen zu beantworten, machen wir einen Vergleich. Und dieser Vergleich mit einem TV-Gerät, ja, ein TV-Gerät, eine Antenne, ja, oder ein Kabelfernsehen und deren Sender oder Fernsehprogramme. Der Vergleich sieht so aus, nur dass ihr mitkommt, ja. Unser Haus, ja, wäre unser Körper. Unser TV-Gerät wäre unser Gehirn. TV-Gerät, unser Gehirn. Unsere Antenne, Kabelanschluss wäre die Zirbeldrüse, die in die Mitte ist. Ja. Die Sender, der Programm, zum Beispiel, die wir hier kennen, ZDF, Fox, BBC, RTL, ARD, etc. Die alle Sender, alle diese Programme wären die Geister. Gut oder schlecht, hören oder ignorant, glückliche oder leidende. Nun, reicht es, unsere Antenne auf den Kanal auszurichten, den wir möchten? Es gibt Geschmäcker für alles. Das wissen wir schon. Wir können Film, Serien, Shows, Nachrichten oder Kultursendungen empfangen. Klassische Musik, Meditationen. Es gibt die Programme mit Gewalt, mit Kämpfen, mit Sex, mit Pornografie. Und es gibt die Leute, die diese Programme bevorzugen. Alle Programme werden gesendet, werden generiert. Aber welche auf unser TV-Gerät erscheinen, wird von der angemessenen Empfangbereitschaft unserer Antennen abhängig. Wir benutzen auf die Medialität verhält oder in Bezug auf die Medialität verhält es sich genauso. Sie müssen ja sie angemessen Sintonie oder Einstellung und auf die gleiche spirituelle Frequenz der niedere oder höheren Geisterwesen zu gelangen und so als Bindglied zwischen diese zwei Welten zu dienen. Und so kann man sagen, dass jeder von uns mit der spirituellen Welt in Kontakt treten kann, bewusst oder unbewusst. Kardec hatte diese Frage schon gestellt. Na? Und wir wissen, dass die Geister uns beeinflussen können durch unsere Gedanken. Viel mehr, als wir denken. Manchmal sind die Geister selber, die uns führen. Und so denke ich, dass eben, das muss man aufpassen, was wir denken, was wir auf uns sagst, was du denkst und ich sag, wer du bist, was du bist. Wunderbar, vielen Dank, liebe Maria. Das heißt, wir müssen sehr aufpassen, welchen Sender wir für uns einstellen. Dankeschön.
Liebe Marisa. Ja. So, noch dazu, um deine Frage ein bisschen zu, deine Antwort ein bisschen zu erwarten. Du hast von Buch der Medien, Kapitel 18, gesprochen auch. Da steht etwas auch dazu. Und wir finden auch noch bei Genesis, Kapitel 15, die Wunder des Evangeliums. Und da können wir sehr viel erfahren über die Medialität und wie Jesus seine Medialität und sein Wissen ausgeübt hat, um die Menschen voller Liebe zu helfen. Ja, Abfrage 29 wird über die Besessenen gesprochen, die eigentlich unbewussten Medium waren. Es lohnt sich mal reinzuschauen. Ja. Wir machen weiter. Marisa, und von allem, was ich eben über die Medialität im Buch der Medien, Kapitel 14, das ist eben gerade, was ich eben Teil davon auch geredet habe. Ja. Natürlich, nur dass man so, wenn man sucht, die Medialität, Medien und Medialität, in diese Kapitel, da finden wir ziemlich viel, was wir vorhin auch geredet haben, was ich eben gesprochen habe. Genau. Es geht weiter mit den meistgestellten Fragen, die in deutschen spiritistischen Gruppen gestellt werden. Wir haben vorab schon gesammelt und einige davon möchten wir an dich, liebe Maria, weitergehen und wir sind ganz neugierig auf deine Frage. Eine der ersten Fragen, die uns immer gemacht werden, ist, woher weiß ich, ob ich meine Medialität entwickeln sollte oder nicht? Bitte schön, Maria, du hast das Wort. Danke, Marisa, das ist eine gute Frage. Ne? Das ist wirklich eine gute Frage. Die mediale Fähigkeit beruht auf eine organische Veranlagung, so wie ich erklärt habe. Gott hat den Menschen diese Fähigkeit gegeben und er lässt ihnen die Freiheit, diese zu nutzen oder nicht. Wenn man die Medialität in einer spiritistischen Gruppe lernt und entwickelt und die nächste Liebe zu praktizieren, ist sie sehr nutzvoll für alle. Allerdings kann es zu Problemen führen, wenn man sie ignoriert oder sich ohne Wissen damit beschäftigen möchte. Ich mache hier für euch ein Beispiel, um besser zu erklären. Zum Beispiel, wenn man in einem Auto sitzt und nicht Auto fahren kann und sitzt am Steuer und will trotzdem fahren, ist man mit Sicherheit unsicher und ängstlich, weil man nicht weiß, wie der Vorgang bei Autofahren funktioniert und wie man sich in verschiedenen gefährlichen Situationen verhält. Abgesehen davon, dass man die Verkehrsschilder an der Straße zwar sehen, aber nicht lesen kann. Du bist in Bewegung, aber du bist eine Gefahr für dich und für die anderen. Aber wenn man in einer Fahrschule lernt, wie man Auto fährt, bekommt man mehr Sicherheit, dass das Auto zu fahren und lernt die Pedale zu nutzen von alle das Bremsen. So ist es auch mit der Medialität. Ne? Und es gibt ja einen Grund, weshalb man Medialität bekommen hat. Die Medien im Allgemeinen sind keine Missionare im Sinne des Wortes. Weißt du? Sie sind Seelen, die katastrophal versagt haben, die in den Kurs des göttlichen Gesetzes massiv widersprochen haben und sich unter der Last der schweren Verpflichtung für ihre dunkle Vergangenheit bezahlen. Sie sind fast immer Geister, die aufgrund des Missbrauchs der Macht, der Autorität,
des Reichtums und von all der Intelligenz gefallen sind. Sie bereuen und reinkarnieren, um Gutes zu tun und zu dienen. Der Sinn im Allgemeinen, der Sinn der Medialität liegt daran, Gutes zu tun und der nächste Liebe auszuüben. Wie das Geistenwesen Emmanuel durch das Medium Chip Xavier sagte, sie ist eine Glühlampe, die wir unter Gebrauch der Öle, der Bescheidenheit anzünden sollen. Ich denke, liebe Marisa, dass eben diese Frage mit dem Beispiel hat viele Lichter gebracht, oder? Dass diese richtig das Leute verstanden haben. Dankeschön. Ja, Maria, wir können niemals vergessen, dass Medialität ein sehr, sehr ernstes Thema ist. Man sollte es nie alleine und ohne fundiertes Wissen angehen. Dieses müssen wir immer sehr betonen und immer, immer wieder. Alles Gute. Du hast den Emmanuel gerade zitiert. Er hat einen anderen Sprich noch. Alles Gute, das wir mit dieser Arbeit erreichen, wird immer für uns, für die Ewigkeit unser Rechtsanwalt sein. Genau. Und für alles Böse, das wir damit machen, werden wir auch die Konsequenzen tragen müssen. Das ist ganz klar für uns alle. Vielen Dank für deine Arbeit, für deine Antwort, Maria. Und wir gehen weiter. Ja, wir haben nämlich noch eine Frage, die auch sehr häufig gestellt wird. Gerade wenn Medialität am Ausbrechen ist und die Leute dann etwas irritiert sind, heißt es dann, Medialität ist eine Krankheit oder ist es einfach nur ein anormaler Zustand? Kannst du uns darauf eine Antwort geben, bitte? Also, die Antwort ist ganz einfach, würde ich so sagen. Kardec hat auch geantwortet so, die Medialität ist kein krankhaftes Problem. Ja, das ist gar kein krankhaftes Problem, Medialität nicht. Hier bei dieser Frage, ob anormaler Zustand, werde ich eben so antworten. Abnormal können wir sogar sagen, dass es in Bezug auf die Bedeutung des Wortes normal steht. Wer ostensive Medialität hat, wechselt manchmal von seinen natürlichen Zustand in einen Trancezustand. Deshalb können wir anormal sagen, aber nicht im negativen Sinn. Es liegt daran, dass das Medium sich im normalen Zustand seines täglichen Lebens befindet. Das heißt, mit Menschen spricht, die Kinder zum Kindergarten bringen oder kochen, putzen, arbeiten, Haushalt machen, Garten, egal was, ist ein ganz normal Alltags des Lebens sich in Bewegung und alles tut. Ne? Also wir können sehr viele Beispiele, das heißt, wenn alles passiert und wenn es in einer medionischen Arbeit ist, gerät es in einen Zustand der Trance außerhalb der Normalität des täglichen Lebens. Hier können wir sagen, dass es sich in einem abnormalen Zustand befindet. Und das ist nur vorübergehend. Ja? Denn wer eine psychische Erkrankung hat, hat diese 24 Stunden am Tag. Medialität ist also kein Krankheitszustand. Vielen Dank für deine interessanten Ausführungen. Ich denke, dass das auch sehr wichtig ist, für die angehenden Medien zu wissen und dass es eben sehr wichtig ist, dann an seiner Medialität zu arbeiten. Vielen Dank. Und es geht weiter.
So, Maria, wir haben noch eine Frage, die oft sehr gefragt wird sozusagen und worauf wir eine gute Antwort haben. Kann das Ausüben eine mediale Befähigung, eine Ermüdung verursachen? Werden die Medien eigentlich nachher sehr müde, dass sie so müde sind, dass sie sogar nicht weitermachen möchten oder sowas? Marisa, ja, das ist eben wie bei jeder anderen Aktivität, kann die Ausüben der Medialität zur Ermüdung führen, Marisa. Ja? Die Müdigkeit kann, wenn bei jeder Aktivität, wenn überstrapaziert ist, wird auch diese Ermüdung da sein. Ermüdung kann auch passieren bei zum Beispiel Fluidentherapie, Hand auflegen, wenn das Medium ziemlich viel Pass gegeben hat für viele Menschen. Ja? Das heißt, oder in einem medialen Arbeiten auch auftreten, wenn der länger, sehr lang erst gearbeitet hat, kann auch diese Ermüdung auch passieren. Weil wir wissen es, nach einer Stunde kann das Medium oder am Ende der medionischen Arbeit oder in einer Heilungsarbeit aufgrund der Menge von diesem Lebensfluidum, die es gespendet hat, müde werden kann. Deswegen sollte das Medium in einer medialen Arbeit nicht länger als circa eine Stunde arbeiten. Ja? Der Spende von Lebensfluidum ist wie eine Blutspende, das heißt eine Blutspende. Sie füllt sich selbst wieder auf. Ein guter Schlaf füllt das verlorene Fluidum wieder auf. Das heißt, das passiert ganz, ganz, ganz normal. Ein gutes Schlafen und das Leben fluiden wird wieder einfach zurückgegeben. Ne? Und das ist genauso, wenn wir auch Blut verlieren. Unser Blut wird eben wieder von uns selber erschaffen. Das kommt ja wieder. Wenn wir Wasser trinken, etwas auch dazu tun. Ne? Und deshalb ist auch dieses Lebensfluidum ist sehr wichtig, dass wieder aufgebaut wird, dass man nicht verliert. Und deshalb vorsichtig sein, nicht so lang als Medium in der medionischen arbeiten lassen, weil das kann auch Probleme verursachen. Okay, Maria, danke für deine Antwort. Zu dieser Frage können wir auch bei dem Buch Genesis in Kapitel 4 über die Fluide auch sehr gut Informationen, wie diese fluidische Elemente auf uns wirken. Im selben Kapitel auch Erklärungen, einige Phänomene, die für übernatürliche gehalten werden. Deswegen lohnt sich es mal reinzuschauen auch über dieses Thema. So, es geht weiter. Ja, haben wir nämlich noch eine Frage. Gerade weil du vorher schon über Ermüdung gesprochen hast, ist die Frage, kann das Ausüben der Medialität Nachteile für die Gesundheit bringen? Natürlich abgesehen von Missbrauch. Dann werde ich eben so eine Frage auch stellen, Christina. Darf eine erkrankte Person zum Beispiel Passes oder Fluidentherapie geben? Nein, sie darf es nicht. Wenn ein Mensch krank ist, muss er auf die medionische Arbeit verzichten, weil sein animalischer Magnetismus oder Lebensfluidum niedrig ist. Niemand kann spenden, was er nicht in Überfluss hat. Alles hängt von der physischen und mentalen Zustand des Mediums ab. Wenn Sie einen guten Gesundheitszustand ausgeglichen sind, ist das in Ordnung. Aber wenn Sie krank sind, nein. Alles hängt von physisch und mentalen Zustand des Mediums ab. Das ist immer gut zu wiederholen.
Alles hängt von dem physischen und mentalen Zustand des Mediums ab. Wenn das Medium also während der mediumischen Arbeit Müdigkeit verspürt, ist es wichtig, dass es aufhört. Das Medium muss auch mit seiner Nahrung aufpassen, besonders am Tag seiner medialen Arbeit. Das Medium muss eine oder gesunde Ernährung haben, soll alkoholische Getränke vermeiden, nicht rauchen, keine Droge und viel anderes, was ihr mit Sicherheit schon kennt, was man nicht machen dürfen und sollten. Ganz besonders am Tag, wo wir auch diese medizinische Arbeit machen, aber im Grunde genommen auch in unser Leben selber. Unser Alltag, weil wir sind nicht nur in den Zentren, in den Spiritistenzentren Medien, wir sind 24 Stunden auf, wenn wir auch schon in eine Spiritistenzentren arbeiten als Medien. Also wir sind 24 Stunden, wir müssen aufpassen auf Nahrung und viele Sachen vermeiden, was wir uns zu uns nehmen. Sonst nur Nachteile für die Gesundheit, ne? Und für die medialen oder für die Medialität des Mediums selbst. Ne? Also deshalb aufpassen, schauen und gucken, dass man immer gesund ist. Weil du kannst nur geben, was du hast. Wenn du Gesundheit hast, du gibst Gesundheit. Es wird durch dich auch übertragen. Dankeschön. Es waren sehr gute Informationen, leicht zu verstehen und eigentlich auch logisch, wenn man es jetzt so betrachtet. Vielen Dank, Maria. Machen wir weiter. Genau. Und im Buch der Medien, Kapitel 18, den du schon erwähnt hast, finden wir sehr vieles über diese Frage. Jetzt haben wir hier im Chat, Maria, eine Frage, die ich nehme an, jetzt sehr gut zusammenpasst mit unserer nächsten Frage. Die Frage am Chat ist, ab welchem Alter kann man sich ohne Gefahr mit der Medialität beschäftigen? Und ich verbinde es mit der Frage, gibt es nachteilige Folgen, wenn man Medialität bei Kindern entwickelt? Ja, ja. Also das ist eine sehr gute Frage und das ist sehr gefährlich. Besonders bei Kindern, wenn wir eben auf die erste Frage gehen, na, gibt es Nachteile und Folge für man wird Medialität bei Kindern entwickeln. Und da sage ich einfach jetzt gerade der erste Teil, das ist sehr gefährlich, weil der Organismus und die Psyche eines kleinen Kindes noch nicht entwickelt ist. Und das alles zu verstehen. Es ist immer noch im Prozess der Reinkarnation bis circa 7 Jahre alt, wie in das Buch Missionare des Lichtes von André Louis, Psychographie durch Xavier beschreibt. Ja? Also ein Kind erkennt nicht die Verantwortung und Gefahren, um damit umzugehen. Aber manche Erwachsene auch nicht. Ne? Es gibt auch viele Erwachsene, die auch das nicht erkennen. Da man von einem Kind den erforderlichen Ernst nicht erwarten kann, ist zu befürchten, dass es ein Spielball schlechter Geister werden könnte, wenn es sich selbst überlassen bliebe. Was aber aus dieser Antwort klar hervorgeht, ist, dass man bei Kindern auf die Entwicklung dieser Fähigkeit nicht dringen soll, wenn sie nicht spontan auftreten. Wie spontan sage ich so, wie viele von euch kennt, die Valdo Pereira Franco, der Medium in Brasilien ist, dass seine natürliche Medialität ist im Kindesalter. Ja? Schon gekommen, das hat so gemerkt. Ne? Genauso wie Kinder. Es gibt auch Kinder, die zum Beispiel unsichtbaren Freunde haben, die reden, sind Indianer, sind auch von einem anderen Land, ja? Sind einfach von Natur schon da. Es ist in diesem Fall natürlich für sie und sie machen
keinen Unterschied, ob lebendig oder tot sind oder schon gestorben oder Geister sind. Die macht keinen Unterschied. Sie denkt, das sind Menschen, sind genau Menschen, so wie ich, wie du, wie wir alle. Na? Wichtig ist, bei Kindern, die keine Unterschiede erkennen, sie mit Vorsicht auszuüben. Das heißt, die Eltern sollten nicht viel Fragen stellen. Die Eltern, wenn die merken, dass die Kinder mit einem unsichtbaren Freund da reden, dass die Kinder nicht mehr viel fragt, wer ist das, woher kommt denn den, was ist der Mensch, was tut der, welche Klamotte, einfach das nicht, dass man hört, man weiß, man erkennt, ja, und man überlässt das Kind. Irgendwann geht auch diese Phase vorbei. Weil manche Kinder, die unsichtbaren Freund haben, irgendwann wird vergessen, es geht vorbei. Das, vielleicht kommt irgendwann wieder später, ne? So eine Pubertät oder wenn er noch erhöht, Alter, wieder diese erwachende Mentalität. Aber man sollte auch ein bisschen Ruhe haben. Und das Schöne ist, wenn man diese Kenntnis von der spirituellen Lehren hat, ne, die Eltern. Aber das ist auch sehr eine kompliziert, schwierig, dass man nicht so geben kann. Die Wauden haben wir jetzt ganz besonders auch in seinem Film gesehen, dass er oft das auch mit dem Kind, so als er ein Kind war, Mensch gesehen hat von seinen Verwandtschaften, die schon gestorben sind. Ne? Und er hat so genannt, gesagt und naja, aber wir sollten wissen, dass es gibt auch die in die Spiritualität, beziehungsweise dass eben diese Medialität auch in den Formen sich schön weiterentwickelt. Das ist der Fall von Divaldo, der nie aufgehört hat bis jetzt in seinem so höher Alter, wo er jetzt gerade ist. Ne? Wie und kann auch aufhören und irgendwann wieder oder nicht mehr. Das ist eben, das sagt man nicht viel davon. Ne? Bei Menschen, die krank sind, die Probleme haben, dann sollten wir so vorsichtig sein, die überhaupt nicht geht. Und das sind, das über diese, welcher Alter von der Chat, kannst du mir nochmal sagen, wie war das normal? Wie viele alt oder wie ist das normal? Ab welchem Alter kann man sich ohne Gefahr mit der Medialität beschäftigen? Genau. Und das, diese Frage zu antworten, das kann mir ganz gut antworten. Es hängt alles von der Moral des Jugendlichen ab. Es gibt Jugendliche, die moralisch und spirituell viel erwachsener sind als viele Erwachsene. Ne? Deshalb gibt es kein richtiges Alter. Unter den günstigen Bedingungen ist noch zu wünschen, dass ein mit medialer Fähigkeit begabter Jugendliche sie nur unter den Augen von erfahrener Person in einer spiritistischen Gruppe zum Beispiel ausübt. Was aber aus dieser Antwort klar hervorgeht, ist, dass man bei Kindern und Jugendlichen auf die Entwicklung dieser Fähigkeit nicht drängen soll. Wenn sie nicht spontan auftreten. Ja? Und die Ausübung des Spiritismus erfordert viel Feingefühl oder um der hinterlistige trügerische Geistenwesen zu entgehen. Wenn schon erwachsene Menschen sich von ihren Täuschen lassen können, also so werden Kinder und Jugendliche wegen ihrer Unerfahrenheit noch mehr ausgenutzt. Ne? Unerfahrenheit noch mehr den ausgesetzt, das heißt die Geistenwesen. Das heißt, wir sagen immer, dass die innere Erneuerung, ne, ist eine Bedingung für uns alle Medien. Ohne und diese innere Erneuerung, das könnten wir wirklich nicht die gute Geister zu uns haben. Dann werden wir immer in Verbindung haben mit Niedrigen. Und deshalb es ist eben, dass man selber sich zu denken
und die innere Erneuerung immer zu arbeiten. Ja, es hängt immer von der Moral des Jugendlichen ab. Vielen Dank, Maria, für deine ausführliche Antwort. Gut, viel Zeit bleibt uns jetzt nicht mehr, aber ich denke, dass wir noch eine Frage stellen, die, denke ich, sehr wichtig ist, nämlich, wo kann man am besten Medialität ausüben? Ja, wo kann man am besten Medialität ausüben? Auf jeden Fall nie allein. Nie alleine und immer in einer spiritistischen Gruppe, wo die Prinzipien der spiritistischen Lehre gelehrt und die Übereinstimmung mit der christlichen Moral ausgeübt wird. Und wenn eine spiritistische Gruppe keine medionische Arbeit hat und wenn Medien mit erwachende Medialität in die Gruppe kommen, soll sie sich informieren über eine andere Gruppe, wo die Medialität praktiziert, studiert wird. Die Medialität kann man auch verlieren, wenn man sie missbraucht, indem wir sie nicht in christlicher, moralischen Sinn des Gutes oder des Guten ausüben und aus ihr Profit machen wollen, das heißt Entgelt dafür entnehmen. So wie Jesus sagte, was ihr umsonst bekommen habt, das ihr sollt umsonst geben. Die Moral Christi im Evangelium ist der Leitfaden für die sichere Entwicklung aller Menschen. Die Praxis der spiritistischen oder Praxis der christlichen Moral ist zugleich die Lösung aller menschlicher Probleme und das Ziel, das die Menschheit erreichen soll. Das ist mein Ziel, das ist dein Ziel, das ist unser Ziel, die wir wollen. Der Mensch besitzt den freien Willen, das wissen wir. Der Mensch besitzt den freien Willen zu handeln. Er ist aber für die Konsequenz seiner Taten verantwortlich. Wir sollen das nie vergessen, dass wir die Konsequenz von unseren Taten für alles, was wir hier machen, auch verantwortlich sind. Und auch für diese Gabe, die von Gott uns gegeben wurde, wenn wir als Medium da sind. Die Medialität ist ein kontinuierlicher Lernprozess, ein einziges Leben, reicht nicht, um alles zu erfahren und zu wissen. Deshalb brauchen wir viele Inkarnationen, um uns bewusst zu werden und uns zu entwickeln. Und diese Entwicklung oder Lernen der Medialität ist eine lebenslange Aufgabe. Die Medialität, die Kommunikation zwischen den Geistern und den Menschen ermöglicht, ist eine Gabe, die viele Personen von Geburt an tragen. Dies ist unabhängig, das wissen wir, von der Hautfarbe, von Herkunft, von der Status, von der Religion oder religiösen Lebensrichtung. Sie ist angenommen Leben, das ist angeboren, das ist angenommen. Das studierende Werk von Allan Kardec ist die Grundlage für die richtige Kenntnis der spiritistischen Lehre und somit auch für die Medialität. Und wir haben unsere Kodifikation, wir haben Bücher, die für uns sehr wichtig sind. Und hier als Hinweis, das haben wir, das Buch der Geist, das Buch der Medien, das Evangelium, aus der Sicht des Spiritismus, Himmel und die Hölle, die Genesis. Die ganzen Bücher auf Deutsch können in den verschiedenen Gruppen erworben werden. Und so
wenn wir in uns arbeiten mit dem Gewissen, dass wir Jesus als unsere Richtung, als unser Zeigen von dieser Arbeit, wir führen, unsere Medialität auch mit Jesus führen, dann werden mit Sicherheit auch Kontakt auftreten mit guten, erhabenen, wohlwollenden Geistwesen. Das müssen wir mit uns arbeiten. Wir müssen uns unserer Innere arbeiten, mit uns selber. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und so denke ich mal, dass in dieser Zeit, die wir jetzt gerade haben, ob noch irgendwas ist, denke, dass wir noch, haben wir noch ein bisschen Zeit oder nicht? 18:35. Die Zeit verrinnt immer sehr schnell, besonders wenn es sehr interessante Sachen sind. Und es wird noch eine Frage da im Chat. Ich kann sie dir noch weitergeben. Dann machen wir noch 5 Minuten. Und zwar heißt es, kann man denn durch Medialität verrückt werden? Okay, das ist sehr interessant, weil diese Frage gibt auch in Buch der Medien und Kardec hat wunderbar geantwortet und ich sage auch, er hat eben so in ganz kurz noch und ich kann auch hier ganz vereinfachen diese Antwort, wie da auch hier gestellt worden, kann durch Medialität verrückt werden. Nicht mehr als jede andere Sachen auch im Leben, ne? Und da hat Kardec diese Fragen, dass auch nicht irgendwas wie auch in unser Leben, nicht mehr als jede andere Sache auch in unser Leben. Das ist ein Kapitel 18 von der Buch der Medien. Ne? Das ist Nachteile und Gefahren der Medialität. Wer eben studieren möchte, bitte guck mal rein. Ja, und wenn eine, kann man einfach so nach so sagen, ob man verrückt werden kann oder nicht. Wenn eine Veranlagung für eine Krankheit vorliegt, kann eine Krankheit ebenso wie alles andere zum Wahnsinn führen. Zum Beispiel, wenn eine Veranlagung da ist, wie Stress, Fixgedanken und etwas, Trauma und so weiter, kann dies zum Wahnsinn führen. Aber die Medialität nicht. Ja, gerade hier in Deutschland werden sehr oft Menschen mit medialer Begabung nicht erkannt und leider landen sie in eine psychiatrische Klinik. Ja, das kennen wir so viele Beispiele, so viele Leute. Und hier, ich gebe nur einen kleinen Hinweis für viele Koordinatoren von Gruppen, die hier auch anwesend sind. Man soll mit allen möglichen Mitteln jene Person von der Teilnahme an eine medionische Sitzung abhalten, die geringsten Symptome der Überspanntheit in eine Idee oder eine Schwäche des Denkensvermögens hat. Wir müssen einfach abhalten. Wir sollten nicht einfach in den Sitzung oder in medionische Sitzung haben. Denn bei derjenigen besteht eine offensichtliche Veranlagung zum Irrsinn, welche jeden aufreißen Ursachen zum Ausspruch bringen kann. Die spiritistischen Ideen haben in dieser Beziehung keinen besonderen Einfluss. Das Beste, was man mit jenen machen soll, in diesem Fall, der eine Neigung zu einer fixen Idee zeigt, ist seine Aufmerksamkeit auf die Dinge zu lenken und den geschwächten Organen Ruhe zu lassen. Und so denke ich mal, dass wir hier geantwortet haben. Ja, ja, vielen Dank. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, dass es nicht zu großen Störungen oder gerade für die Personen tatsächlich zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommt im größeren Ausmaße. Genau. Ja, deshalb, Christina, das müssen wir
aufpassen, weil es kommt auch mit dieser aufwachenden Medialität, viele Leute in den Gruppen, das ist das, das, und dann, es ist wirklich nicht in der Form von der Medialität, aber das ist von der Organ selber. Deshalb habe ich am Anfang gesagt, bevor wir sagen, das ist das Erwachen deine Medialität, sollte diese Person eben zum Arzt richtig suchen und gucken, ob die tatsächlich irgendwas ist. Und deshalb ist sehr wichtig, dass wir wachsam sind, weil nicht alles ist da von der medionischen Sache, sind die Medialität selber kann auch der Mensch selber tragen. Deshalb jemand, der schon in sich dieses Signal bringt, dass irgendwas die Krankheit aufrufen kann, das so verrückt zu werden. Also das kann sogar ein Stein, ein Schrei, ein Symptom oder irgendwas da sein, das plötzlich etwas erweckt in dieser Person und da haben wir Probleme. Und besonders bei dieser Ausüben der Medialität, wenn wir auch diese Person so ausüben lassen oder in der Gruppe integrieren, na, das kann es passieren. Wir haben auch ein Beispiel, das noch ganz kurz, eine Person, die total hat eben die Lehre kurz kennengelernt und hat angefangen, vieles zu lesen. Er hat ziemlich Tag und Nacht gelesen, die Kodifikation. Er wollte so alles auf sich nehmen. Und das war in kurzer Zeit total Fanatiker und hat auch ein Problem aufgetreten, was eben das Gehirn. Das heißt, sie hatte eben schon ein Problem. Die Geister oder negative Geistenwesen oder sagt, die haben einfach nur ein kleines bisschen ein Assaut gegeben, was sie schon hatte. Das heißt, die haben noch eine Beeinflussung da gemacht, aber diese Sache hat sie als Problem, als Krankheitsprobleme. Und deshalb, wenn wir auch kennen und Leute kommen in der Gruppe, die auch sollte alles verdauen, sollte langsam lernen. Das Spiritismus, man kann nicht von einem Tag auf den anderen Tag alles auf sich selber nehmen und alles so verstehen. Das müssen wir langsam. Deshalb, wir studieren die Lehren Kardecs. Ne? Wir studieren, wir haben so vieles zu studieren. Wir lernen, egal wie viele Mal, das Buch der Geister. Und heute, jedes Mal, wenn wir das Buch der Geister in der Hand haben, haben wir auch wieder neue Antworten, neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen, was wir machen. Und das können wir dieses Leben, nächstes Leben, übernächstes Leben weiterhin lernen, werden wir immer Neues entdecken. Ne? Und deshalb könnten wir aufpassen, wenn jemand total Fanatiker wird, weil das kann nichts gut werden. Das ist egal, in welcher Religion. Ne? Das muss nicht unbedingt im Spiritismus. Fanatiker werden, egal in welcher Hobby, Sport, egal. Wenn das zu viel auf sich ist, gar keine Zeit, kommt ein Stress, in ein Stresssystem. Und dann, wenn er sowieso diese Saison hat, in sich selber und verrückt zu werden, bekannt. Deshalb hat Kardec recht. Kann nicht mehr als jede andere Sache auch im Leben krank zu werden oder nicht krank in dem Sinn hier verrückt zu werden, Irrsinn zu werden. Ne? Ja, danke schön. Genau, ich danke dir noch für diese Informationen, sehr wichtig. Ja, leider ist jetzt definitiv unsere Zeit zu Ende, geht immer wirklich sehr schnell. Ich habe in den Chat noch die E-Mail-Adresse geschrieben. Wer noch Fragen hat oder Informationen braucht, kann sich natürlich immer gerne an uns wenden. Und wir tun unser Bestmögliches, Fragen zu beantworten oder auch Informationen zu geben. Mhm. Gut, liebe Freundinnen und Freunde, leider kommen wir jetzt zum Abschluss unserer Veranstaltung heute. Wir danken ganz herzlich allen Mitwirkenden beim medionischen Sektor. Maria Gegeler, an dich vielen Dank für all deine Informationen. Fachlich fundiert, wunderbar. Und auch allen Anwesenden hier, die dazu beigetragen haben, dass dieser Abend wirklich gut gelungen ist. Und natürlich auch an unsere spirituellen Mentoren, die immer dafür sorgen, dass wir uns öffnen können und lernen. Ein kleiner Hinweis habe ich noch. Nachher um 20 Uhr gibt es dieses gleiche Thema noch in portugiesischer Sprache. Also wer Portugiesisch versteht, spricht,
kann über diese gleichen Portale diesen gleichen Vortrag nochmals hören, das gleiche Thema, nicht gleiche Vortrag natürlich. Wir würden jetzt nochmals Marisa bitten. Sie wird das Schlussgebet für uns sprechen und ich gebe jetzt das Wort an dich, liebe Marisa. Vielen Dank, Christine. Lieber Vater, lieber Meister Jesus, geistige Freunde, wir danken Ihnen für diese Arbeit, die wir heute leisten konnten. Unser herzlicher Dank gilt auch der Gruppe von Mentoren, die uns begleiten und die uns bei unserer medialen Arbeit in ganz Deutschland unterstützen. Medialität ist etwas sehr Ernstes und von großer Verantwortung. Danke, dass ihr uns beschützt und uns den Weg des Guten zeigt. Eure Anwesenheit bietet uns eine große Chance zur Erneuerung. Durch diese Arbeit, die mit gutem Willen, Zuneigung und Liebe ausgeführt wird, lernen wir zu dienen, zu lieben und unseren Nächsten behilflich zu sein. Wir bitten dich, Herr, für die Seelen, die in Krankenhäuser, Gefängnisse, Kriege und alle Arten von Armut leiden. Diejenigen, die rebellisch und untreu gegenüber deinem Gesetz sind, der Liebe sind, die für alle gleich sind. Hilf uns allen, Herr, bitte, unsere göttliche Seite zu finden, die uns in der Nähe bringt, damit unsere Leiden überwunden werden und wir den Frieden finden, den Jesus uns von Herzen hinterlassen hat. Wir bedanken uns auch bei allen, die an dieser Veranstaltung teilgenommen haben, bei allen, die ihre Zeit zur Verfügung gestellt haben, das wertvollste Gut, das wir in dieser Inkarnation besitzen. Für alle, die ihre Antenne zur Verfügung stellten, um, wie Maria erklärte, ihre Gedanken zur Höhe zu erheben und in Einklang mit dem göttlichen Gut und der Schönheit des Lebens zu kommen. Das Leben endet nicht mit dem physischen Tod. Wir sind unsterbliche Geister, die sich in jedem Leben Gott annähern, der gerecht und liebevoll ist und auf jeden Einzelnen von uns wartet, jeder und jede zu seiner eigenen Zeit. Möge Gott uns alle segnen und behüten. So sei es. Vielen Dank.